plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Ja, und somit herzlich willkommen bei Family Madness, Leute. Die gute Ute ist am Start und spielt mit euch ganz frisch auf dem Markt Close to the Sun. Ja, oh, das sieht doch schon mal richtig gut aus, wie ich hier rausschaue. Ich bin auf einem Schiff. Und ich habe gerade einen Brief von meiner Schwester bekommen. Bedeutet auch, ja, wie man es schon sieht, dass ich eine werte Dame bin. Und meine Schwester soll auf der Helios sein, auf dem Schiff, was der Nikola Tesla gebaut hat. Ja, werden wir uns doch mal umsehen, ob wir da nicht hinkommen. Geschweige denn, ob wir da vielleicht schon sind. Oh, the Helios. The eighth wonder of the world. Okay. A triumph of engineering for the advancement of science. Join the Helios crew. Ja, da wollen wir ja hin. Kann man das auch umdrehen? Nö, nee, sieht erstmal nicht so aus. Schön, dass es nochmal übersetzt wird. Ein Triumph der Ingenieurwesens, wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe-Niederlassung. Jetzt die Frage, heißt das Wardenclyffe oder Wardenclyffe? Kann ich hier noch was öffnen? Willkommen an Bord. Bitte tragen Sie die offizielle Helios-Ausrüstung, also die Kleidungsstil. Dann bin ich doch schon an Bord, oder? Ich dachte, ich müsste noch einsteigen. Gut. Öffnen wir mal hier unser Quartier. Verehrter Gast von Bodenkliff. Boah, die Ansage ist aber auch nicht mehr ich ganz hoffe, in Ordnung. Das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Haha, sag ich ja. So richtig astrein ist das nicht. So, was haben wir hier? Le Petit Parisien. Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Oho. Premierminister verlangt Herausgabe. Wardenclyffe weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck gegenzusteuern. Wurde also jemand entführt, ein werter Herr, ja? Dieser Mathematiker? Zumindest scheint es so. Hatten wir das schon? Ja. Das war schon mal da gewesen. Jetzt müssen wir noch den richtigen Weg suchen. Ich finde es ja schon seltsam. Wir sind noch nicht mal auf der Helios und hier ist schon irgendwie keiner mehr. Hallo? Serviceraum. Hier muss ich doch rein können, oder? What? Gehöre ich noch nicht zum Servicepass? Kann man hier rausgucken? Ah, da ist aber auch keiner zu sehen. Oh, guck mal, wie schön der Regen hier dran ist. Gefällt mir gut. Hä? Moment mal. Findet ihr nicht, dass das da auch ein bisschen anders aussieht? Wenn ich hier rausgucke, sieht das doch eher aus wie ein langer Gang, oder? Täuscht mich das. Und dann mach ich's auf und dann ist das hier nur so ein kurzes Stück. Das ist doch verarscht. Geht das von einer Seite auf?
Hier sieht's besser aus. So. Das da ist die Helios. Alter, ist das ein Riesenschiff. Da muss ich hin. Also hier hoch kann ich nicht. Dann laufen wir hier draußen mal weiter. Von dem Platzregen ist hier gar nicht mehr so krass viel zu sehen. Wie gerade noch von drin. Ach, das mal. Ich habe vergessen, die Zimmertür zuzumachen. Scheiße. Wenn jetzt jemand was klaut, dann habe ich ein Problem. Das sieht so ein bisschen wie eine Heizungsanlage aus. Was haben wir hier? Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Voll die Propaganda. Da waren wir überall schon. Hock. Ernsthaft? Ist hier schon wieder Ende? Ich bin doch gerade mit diesem kleinen Gang durchgegangen. Okay, dieses Schiff ist super winzig. Kann ich nicht einfach mit dem Boot rüberfahren? Komm ich hier rein? Nee. Aber da war ich, glaube ich, auch schon. Kann man das hier einfach mal so öffnen? In dem Gebiet war ich jedenfalls noch nicht. Mit Ausnahme da vorne. Ja. Alter, ist das Boot klein. Trotzdem sehr merkwürdig, dass hier auf dem Boot jetzt noch gar keiner ist. Da oben qualmt's. Hallo! Hier ist auch keiner. Und von beiden Seiten rein? Nee. Was steht hier noch dran? Ah, ach, alles klar. London 03, ein automatisiertes Boot. Das ergibt dann natürlich Sinn, warum hier keiner ist. Sehr fortschrittlich alles. Ja, dann öffnen wir mal die Tür hier. Ja, ich höre hier so merkwürdige Klickgeräusche. Ach, die Zahnräder hier. Das Schöne an dem Spiel ist, es erinnert tatsächlich ein Stück weit an Bioshock mit der ganzen Mechanik hier. Ob es jetzt großartig gruselig wird, mag ich zu bezweifeln. Bioshock war ja jetzt auch eher seichte Horrorkost, meines Erachtens. Von daher, schauen wir mal. Oh, wie schön alles blinkt. Press button to commence docking procedure. Okay, also die Undock-Prozedur wird damit in Gang geleitet. Nicht den Button drücken, ne? Also den Knopf. Machen wir das mal. So, Tür geht dabei automatisch zu. Okay. Aber das ist schon ein fettes Schiff. Kann ich es kaufen? Atmosphäre. Beinahe göttlicher Schein. Willkommen bei Close to the Sun. Schön das Emblem drauf gesetzt.
Kapitel 1, die Grenze des Hermes. So, ich bin angekommen. Tür geht auch von selbst auf, wunderbar. Ist ja wirklich alles automatisiert hier. Braucht man gar keine Menschen mehr. Kann ich wieder abreisen? Ich will hier nicht bleiben. Ach, selbst da hinten wird mir angezeigt, dass ich die Leiter da wahrscheinlich benutzen kann. Hallo? Warum ist denn hier keiner? Soll nicht meine Schwester hier sein? Die hätte mich ja wenigstens mal empfangen können. Erstmal vom Kahn hier runterkommen. Ach, da fährt gleich eine Plattform aus. Sehr schön. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Tja, aber selbst auftauchen ist auch nicht, wahr? Tolle Schwester. Muss man sich jetzt hier ganz allein zurechtfinden. Kann ich das mitnehmen? Lämpchen? Nee. Aber ich kann zoomen. Zoom ist doch schon mal was Gutes. Ob es hier irgendwo auch einen Spiegel gibt, um mal sich gänzlich zu sehen? Das wäre ja auch noch interessant. Irgendwo ist eine Kuh hier an Bord. Naja, für Milchprodukte muss ja gesorgt sein, ne? So. Die Helios. Ein luxuriöses wissenschaftliches Unterfangen, während der Rest der Welt sich selbst überlassen ist. Ja, das stimmt wohl. Die gute Helios. Seiner Zeit weit voraus. Willkommen an Bord der Helios, ja. Du läufst nun auf dem größten Schiff, was jemals gebaut wurde. Ah, ich sehe auch kein Ende hier. Im Vergleich zu dem kleinen Kahn hier ist das wirklich riesig. Okay, also das ist Laufen und das ist Rennen. Viel schneller ist es ja nicht. Aber gut, die feine Dame. Die hat wahrscheinlich auch Stöckelschuhe an, könnte ich mir vorstellen. Hat vielleicht so Probleme damit zu rennen. Komme ich hier hinter? Nee. Springen hilft da auch nicht. Überall diese Banner. Ist hier, glaube ich, auch nur noch eine weitere Anlegestelle. Ah, der technische Wartungsdienst hat hier auch schon lange nicht mehr geholfen, irgendwas zu reparieren, wenn hier so eine Glühbirne rumblinken. Wie soll ich da rüberkommen? Ich wette... Oh. Das ist ja eine schöne Technik hier, wie es fährt. Das gefällt mir. Ich wette mal, hier drinnen gibt es bestimmt einen Schalter. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Wie frech. Ich sag ja, keiner will hier irgendwie was mit mir zu tun haben. Oh, Profil von der Schiffsratte. Ein aktiver Spion. Isolieren, was? Isolieren und eliminieren? Das ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Für einen Spion? Was steht hier noch? Ach, da, das ist eine Skizze darüber, wer hier verdächtigt wurde. Und dann halt das Wort Spion dazu. Tom, Eric und Catherine wurden verdächtigt, Spione zu sein. Ah, hier nochmal derselbe Zettel. Gut, lassen wir uns mal selbst rein. Schöne Technik. Oh, da dreht sich der Globus. Ich habe den Strom angeschalten. Ich könnte mal noch eine riesige Weltausstellung oder sowas drin machen, oder? Wohl diese leuchtenden Punkte zu bedeuten haben. Ho!
Okay, ist gleich mal eine Lampe durchgebrannt. Ich wette mal, das sind Häfen, wo die Helios überall so hinfährt. Gucken wir uns mal weiter um. Wardenclyffe. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Oh, purer Kapitalismus. Mir am meisten. Naja. Gebt mir alles. Das ist das Motto. Na gut, ich suche meine Schwester. Lasst mich rein. You are here. Also der grüne Punkt wahrscheinlich. 60 Harbor. Der Hafenbereich, okay. Ja. Also das könnte ich mir hier gut als Dauerkarte vorstellen, um sich zurechtzufinden. Gehen wir mal hier durch. Ist ganz schön eng. Oh, hier steht was dran. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Na toll. Türe zu. Gut, ich darf nicht mehr nach Hause. Kann ich noch mal zum Boot? Ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht meine Schwester sehen. Niemand lässt mich raus. Hier ist aber noch mal ein schöner Office-Raum. Komme ich da irgendwie hin? Was liegt denn da? Eine Schere? Das wäre doch schon mal die erste Waffe, Mensch. Wunderbar. Gibt's hier eigentlich Waffen? Ich habe keinen Dunst. Ja, da wollen sie, dass ich rübergehe und hier ist soweit alles zu. Hopp! Das klang für mich doch sehr danach, als wenn einer hier auf so ein Dach geflogen wäre. Es wirkt nämlich sehr nach einem Fahrstuhl. Hey, du da oben! Bist du noch am Leben? Antworte bitte! Wahrscheinlich macht der keinen Mucks mehr. So, hier rüber. Ui. Das ist ja Sport. Das ist ja anstrengend. So, und hier ist die Tür. Nee, okay. Ho. Ist noch weiter hinter. Oh, es ist schon ziemlich dunkel hier. Gibt's was zum Öffnen? Nö. Der ist durchgebrannt. Oh, wie schön sie gleich die Hand auflegt, wenn man hier steht. Ach, da kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass es hier so ein paar Leute gibt, die von der Seite so kommen. Join him! Das ist ja der werte Herr Tesla. Zumindest bestimmt soll das sein. Da vorne ist ein Aufzug. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsüberbrückungsschalter. Ja, na gut, müssen wir mal gucken, wo die eigentlich sind. Was ist das hier? Ach, ein Mülleimer, toll. Gucke ich mir hier so einen Mülleimer an. Ho. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nö. Hey, Typ. Ich hab ganz genau gesehen, dass du da bist. Mach auf. Eingeschlossen hat er sich auch noch. Wunderbar. Müssen wir erstmal weiter gucken. Komm mal hier irgendwie rein. Ah, da liegt was. Aber da komme ich nicht ran von hier. Das sind schon echt schöne Räumlichkeiten, die die hier haben. Das ist zu. Ja, dann werde ich wohl hier links den Gang erstmal gehen. Und wahrscheinlich ist dann da rechts hier, da ist auch noch ein Durchgang, wird da auch noch was sein. Nehmen wir aber erstmal den Gang hier. Wen haben wir hier? Gentleman Restroom. Out of order. Use the ladies room. Keep it clean. Das ist schön. Nutzen Sie den Raum für die Frauen und halten Sie ihn sauber, weil der hier out of order ist. Der Ladies Restroom. Ach, den kann ich öffnen. Kann ich den hier vielleicht auch öffnen? Nee, der ist tatsächlich zu. Aber dann ist der hier offen.
Oder halt auch nicht. Ist ja alles zu. Geht's vielleicht da rein? Aber hier, hier ist ein Spalt. Hopp. Aber ist hier was drin? Das ist doch ein gutes Bild. Join him. Join me, der böse Junge. Aber mehr als Putzmittel und sowas sind hier jetzt nicht drin in dem Raum. Hier hinten? Doc De Harnesk. Privates Büro. Ist doch bestimmt abgeschlossen. Ja, schade. Ach gut, dann gehen wir eben hier rein. Open! Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal, die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Toll. Und darauf antwortet er nicht. Wahrscheinlich ist das nur eine Sprechanlage ohne Mikrofon. Sonst hätte er ja mal ruhig sagen können, wo die Schwester ist. So, was haben wir hier? Wieder eine Zeitung. Britische Marine auf Suche nach Helios. Ach nee, das hat... Warum liegen hier überall die gleichen Zeitungen? Die hatten wir doch schon. Spionkontakte, okay. Leute, die involviert sind, sind Tom, Kate und John. Alle Dokumente sind privat verfügbar. London Embassy, New Address. Medical and Chemical. Dass die so auf diese Spione abgehen. Ganz dicht sind die auch nicht mehr. So, was haben wir hier? Ein Collectible, okay. Ein Ausweis. Name? Jung Hwan Choi. Geburtsdatum 13. April 1843. Geboren in Korea. Ort der Abreise Seoul. Aufenthaltszweck Laborforscher. Dauer des Aufenthalts unbegrenzt. Und die Passnummer. Okay. Was die Collectibles wohl noch bringen? Bin ich auch mal gespannt. So, und hier haben wir verschiedene Orte. Oh. Hier wurden so Berichte abgesetzt. Vierter Report, erster Report, dritter Report. Und dann hier unten Agent Missing. Der Agent vermisst. Was genau hat das zu bedeuten? So, jetzt kann ich vielleicht die Tür von hier öffnen. Habe ich ein bisschen Wegersparnis. Hm? Ach, und das ist hier so eine Art Mini-Rätsel, ja? Ich wette mal, das müsste so gehen. Oh, schon richtig? Wunderbar. Es ging ja einfach. So, und das wäre dann auch der erste Sicherungsschalter. Schon wieder ein Collectible. Ananya Patel, Geburtsdatum 28. Mai 1855 in Indien. Ort der Abreise Bombay, ist eine Labortechnikerin. Okay. Profile Armless. Armlos, unter Verdacht Schläferagent zu sein. Bestätigende oder entkräftigende Beweise finden. Mensch, hier geht's ja richtig los auf dem Schiff, na, weil die wahrscheinlich alle die Technik haben wollen, ne? Okay, nur noch eins. So. Ja, das heißt dann wohl wieder auf die andere Seite rüber. Sei denn, mich lassen sie hier noch irgendwo rein? Was gibt's denn hier? Storage Room? Nö, der ist auch zu. Alles verschlossen hier. Alles zu. Ja, super. It's green. Können wir hier lang. Da ist auch wieder eine Tür. Ah, ist schon echt duster hier an manchen Stellen.
Jungs, auf eurem Schiff ist es echt zappenduster. Könnt ihr mal was machen? What happened? Oh. Ach, das Licht ist ausgegangen. Toll. Lasst mich rein. Schon wieder so ein Raum. Das sieht aus wie ein Büro. Ach, hier ist offen. Dann lasst mich mal rein hier. In die gute Stube. Ja, und hier können wir den zweiten auserkramen. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Ja, Moment. Lasst mich mal noch hier ein bisschen rumgucken. Steckbrief. Profil Dampf. Bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme Matthias Ellis, Simon Alda und Ernest Hampson. Boah, das scheint ja einer der böseren Leute zu sein. Gibt es hier nicht noch ein paar schöne Sachen zu finden, storytechnisch? Was haben wir hier? Abteilung für interne Kommunikation. Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Leider verstummte auch die Quelle um Edisons mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen, um die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weitere Sabotage leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrecht Herrn T. diese weniger durchdachten Maßnahmen sind, aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten. Auskunftsbeamter Strootman. Ja, da sind sie nicht sehr froh drüber gewesen wegen der Spionage. Gut. Es scheint mir so, als hätten wir es dann hier. Es sei denn, da drüben, da ist noch ein Gang. Da eine Etage höher geht's auch nochmal. Das schauen wir uns doch gerne mal an. Push the button. Hallo? Ist gar nichts. Voll verbarrikadiert. Oh, hier geht mal eine Tür auf. Eieieiei, was haben wir denn hier gefunden? Das sieht mir doch sehr nach Verhörstuhl aus. Ja, ja. Hier die Blutspritzer. Wardenclyffe Authorized Personal Only. Okay. Kann ich schon wieder drehen? Ist es dann hier auch wieder diese Richtung? Nee. Und dann nochmal hier eins weiter und nochmal eine Achse rum. Ist halt die Frage, ob sich's öffnen lässt überhaupt. Sieht bisher nicht so aus. Doch! So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Ohohoho. Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Ach du Kacke. Die haben ganz üble Methoden des Verhörs hier. Ich will mich verteidigen. Lasst mich nehmen, bitte. Das gefällt mir gar nicht. Was haben wir hier noch? Noch ein neuer Pass. Das ist wahrscheinlich die letzte, die sie hier untersucht haben. Silvias Pass. Silvia Bishop, 8. Juli 1860 geboren, in England. Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck Kunstausstellung. Dauer des Aufenthalts 7 Tage. Also sowas wurde hier tatsächlich auch gemacht. Käferzeugs. So, Verdächtiger in der Bridge. Jackpot. Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen. Ob er will oder nicht. Dies ist definitiv ein Code West-West Angelegenheit. Ach so, dies ist definitiv eine Code West-West Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Officer De Rossi. Oh oh. Ob es hier auch um den berühmten Edison geht, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
Also es lohnt sich definitiv im Spiel mal nach links und rechts zu gucken. Man kann interessante Sachen entdecken. Hier hätte ich nämlich um Längen nicht reingemusst, ne? So. Ho. Hier stimmt doch was nicht. Die ganze Technik hier. Psch. Hier ist ein Brief drum. Ach, das ist eine Rohrpostnachricht. Keine Sorge, Ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem. Mhm. Kann ich das umdrehen? Nee. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Ja, gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall sehe ich, dass es hier noch eine Etage höher geht. Ich will mir das mal in der Gänze angucken. Ruf hier. Na? Boah, hier ist aber zu. Hier komme ich gar nicht weiter als bis hier. Toll. Weshalb bin ich denn hier hochgegangen? Hier ist gar nichts. Ah, hier kann ich doch noch lang. Ja, was haben wir denn hier? Noch ein weiterer Pass. Wie viele Collectibles es hier schon am Anfang gibt. David Bishop, 4. Dezember 1890 geboren. In England, Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck begleiteter Minderjähriger. Na, ob das nicht von der Kunstausstellerin der Sohn ist? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Gut. Hier ist auch nochmal ein Brief. Lose Zeitungsseiten. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichen Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotten vernichten. Ja, das ist dann aber der Prophet des Untergangs. Wenn das so sein sollte, dem würde ich nicht vertrauen. Ah, schön, man kann einfach so runterspringen. Nun denn. Können wir ja hier eigentlich weitergehen. Geht hier die Tür auf? Hallo? Komme ich gar nicht raus. Gut. Das heißt dann, ich gehe einfach den Weg hier wieder zurück. Hier raus. Super. Und dann habe ich hier den Fahrstuhl freigeschaltet. Oh, ein Schlüssel. Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Den nehme ich doch mit. Den brauche ich doch bestimmt hierfür. Ja. Oh, was zur Hölle? Jesus. Hey. Hey. Scheiße. Gut, ein paar kleine Schocker hat's drin. Gefällt mir. Schon Kapitel 2? Das Feuer des Prometheus. Das ist ja auch eine riesige Tür hier, die wir jetzt öffnen können. Ach, die geht von selbst auf. Wunderbar, diese Mechanik. Ja. Also, Kapitel 2 haben wir erreicht, Leute. Ich bin schon echt gespannt, was hier noch alles auf mich zukommen mag. Ein bisschen schaurige Atmosphäre hat es ja schon. Das schaukelt sich bestimmt noch eine ganze Enge hoch. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann in Kapitel 2 hoffentlich noch mehr interessante Sachen entdecken, die das Spiel so zu bieten hat. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere Schocker dazu. Ein paar kleine waren ja schon dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.